Die Inside-Wirtschaft Kurznachrichten. Ich bin Manuel Koch. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, das erste Quartal geht für den deutschen Aktienmarkt zu Ende. Der DAX hat gut 6% in den ersten drei Monaten des Jahres zugelegt. Trotz der Unsicherheiten, die wir sehen, zum Beispiel aus den USA durch den neuen Präsidenten Donald Trump, durch den Brexit in Großbritannien und durch die Wahlen in Europa. Am Donnerstag ist der deutsche Aktienmarkt nahezu unverändert, leicht im Plus mit 0,1% am Vormittag bei etwa 12.215 Punkten. Von Unternehmensseite schauen wir auf die Daimler-Aktie. Die wird heute ex-Dividende gehandelt. Das heißt, vom eigentlichen Kurs wird die Dividende von 3,25 Euro je Aktie herausgerechnet. Wir schauen außerdem auf die Aktien der Deutschen Post. Die sind gut unterwegs. Sie wurden heraufgestuft von einigen Kursteilnehmern. Und die Zahl des Tages habe ich auch noch für Sie. 636.000 Euro. So hoch ist die Geldstrafe, die das Hotelbuchungsportal Booking an die Türkei zahlen soll. Grund sei unfairer Wettbewerb, heißt es. Und Booking muss alle Aktivitäten in der Türkei einstellen. Soweit die Kurznachrichten am Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.